Hey, liebe Leute, hier ist wieder euer Crush von Wikitina mit einem weiteren Let's Show. Dieses Mal mit der Sage 2020 Demo zu Sonic Ultima. Und hierbei handelt es sich um ein Beat'em-up-Spiel. Ja, deswegen würde ich sagen, werden wir erstmal das Practice. Moment, wieso ist da kein Bild von Amy? Ich habe doch noch gar nicht... Aber nicht der Artstyle. Und sogar mit Sonic. Und wie kann ich da wieder zurückgehen? My face. Wie kann ich jetzt ein Startmenü? Wie geht das? Gibt es da kein Pausenmenü? Ich will da wieder raus. Mit Escape natürlich. Von dem wie ist denn das Bild wird schon geschnitten hier? Von dem hören wir hier auch nochmal ein Remix von Green Light Right. Okay, die beiden sind noch frei zu spielen. Warum habe ich da kein Bild von Amy hier? Again feeling strong. Ich liebe einfach Crush 40. Also es ist wieder in 3-Button-System eingeteilt. Bin ich jetzt kein Fan von, dass man da nicht ein Combo erzeugen kann mit einer Taste. Kombiniert mit anderen Tasten, um jeweils ein anderes Kombo zu erstellen. Aber gut, ist halt wieder so Competitive Spiel, ähnlich wie Street Fighter oder so. Schade. Gut, ich probiere es einfach mal. Versus. Spielen wir erstmals mit Sonic kurz. Mit einer Random Stage, Sunset Hill, Blue Street, The Doomsday Zone. Training Stage. Sunset Hill. Ja, dann starten wir durch. Ach so! Es gibt einen zweiten Spieler! Nee. Ach. Dann können wir halt nur trainieren, da können wir uns das nur anschauen. Es gibt also keinen Arcade-Modus in der Art. Wie kann man die anderen Karte hier freispielen? Ich glaube, das wird dann erst bei der nächsten Sage-Demo soweit sein. Nehmen wir mal Sonic gegen Shadow. Sunset Hill. Tja, auch wenn wir leider Gottes nur trainieren praktisch. Was soll's. Aber die Artstyle gefällt mir. Ich hoffe, die finde ich noch und kann im Thumbnail sein. Alter, was sind das für Farben? Ich habe A-Knopf ausgewählt. Dachte, da hätte ich die Standardfarben irgendwie. So, bewegen wir uns natürlich mit dem Steuerkreuz. An Logstick gibt es keine Steuerung? Okay. Und wenn man... doppelt drückt, in eine gewisse Richtung rennt man wegen auf den Gegner zu, oder man... Oder man, weicht nach hinten aus. Okay, das kann man gut kombinieren hier. Oh, der B-Knopf hat wirklich eine starke Abschuss-Kombo. Wenn man nach unten den schweren Knopf drückt, ja. Also B-Knopf ist der schwere Angriff, Y ist der mittlere und X ist der leichte Angriff. Mit A-Knopf? Ah, da laden wir auf. Vermute, das setzen wir eine Spezialtechnik ein. Okay. Das war schon ein Wirbelangriff. Da gibt es auch eine Möglichkeit hier. Oh, das war wohl der spezielle Angriff hier.
Das ist schwierig. Also ich wüsste echt nicht, wie ich meinen Spezialangriff einsetzen soll. Leider wird dann... Gibt es da keine Erklärung dafür? Ich schätze mal, wenn ich nach unten drücke hier, dann... Nee, bringt auch nichts. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt eingesetzt habe. Und Sturzflug nach unten kann man auch einsetzen hier. Ja, das war anscheinend random, dass ich den Spitzeangriff einsetzen konnte. Kann ich da irgendwie das Pausenmenü erreichen? Mit welcher Taste denn? Es gibt einfach keine Taste, die das hat. Absolut nichts. Leider Gottes, die haben ja noch nicht mal die Tastenbelegung richtig. Gut, das wird ja dann wahrscheinlich auf der Download-Seite erklärt. Okay, jetzt habe ich alle Tasten probiert, also es gibt da keine Möglichkeit. Ich kann nur höchstens Escape, um wieder zur Charakterauswahl zu gehen. Gut, dann probieren wir die normalen Kombos aus, was soll's. Shadow versus Sonic. Ach, jetzt habe ich wieder die falsche Taste gewählt. So. Vielleicht mit X die normale Taste. So, dass ich dann seine normale Farbe freischalten kann. Blue Street. Schauen wir uns das mal an. Okay, checken wir das mal aus. Okay, nicht schlecht. Ja, die typische Combo aus Sonic Advance. Aufladen! Das ist nice hier. So eine Sturzflugattacke kann er nicht. Alter! Aber ich kann gute Kombos damit erzeugen hier. Ich glaube, mein Face, das ist, glaube ich, aus Chao in Space Animation. Wo der Chao davon geträumt hat, dass er, ja, dass er gegen Dark Chao in einem Star Wars ähnlichen Duell antritt im Weltall. Und dass er es geschafft hat zu siegen, ja, hat eine Champagnerflasche noch zusätzlich den Korken gezogen, da war dann Sonics Nase gezogen und dann, als immer nur im Traum wieder den Korken zieht, dann hört man, au, my face, ja, er hat tatsächlich anscheinend seine Nase abgerissen, oh mein Gott, das muss ehrlich wehtun, armer Sonic. Ich wüsste echt... Wie kann ich denn speziellen Angriff einsetzen? Der Angriff ist ganz cool und so. Oh, jetzt habe ich ihn! Okay.
Anscheinend schieße ich. Oh! Nice! Chaos Blast! Ach, mit Starter kontert man oder was? Ich habe auch gerade jetzt einen Move da draus. Na gut. Probieren wir mal Tails Boy. Gegen Eggman. The Doomsday Zone. Da bin ich mal gespannt, wie man Eggman hier reingeworfen hat. Ja, der Arzt ist nice. Er hat sich in seiner Kapsel. Ja, auch so eine Sonic Battle Combo. Den Kick kann zum Beispiel nicht. Das ist eine eigene Animation hier. Guter Schwanzwirbler. Und natürlich seine Hand, seine schnipsende Hand hier hervorruft. Oh, natürlich kann auch fliegen. Nice. Oder war das nur Taunten, was er macht? Hat er überhaupt eine Spezialtechnik drauf? Also eine Supertechnik? Oh ja! Nice! Komm schon, wie mache ich das nochmal? Jetzt! Alter, das ist eine Armkanone und das ist ein Gigalaser sein. Okay. Ganz cool. So, jetzt noch Knuckles, der Echidna. Ups, falsche Taste wieder mal. Knuckles gegen Knuckles. Ach, jetzt wollte ich eine andere Stage auswählen. Naja, was soll's. Dann werden wir halt jetzt mit Knuckles OC spielen. Gegen sich selbst. Da ist er mehr orange als rot. Das ist die Trainingsstage. Oha. Ah. Aber kommt dann nach oben oder was? Aufladen? Oha. Das ist ein nicer Angriff hier. Was? Wir werden einfach unsichtbar, was? Alter! Okay, wenn man A nochmal einsetzt, setzt er diesen heftigen Angriff hier ein. Wie weit reicht eigentlich der Angriff? So. Alter, es hat gewaltige Reichweite hier. Das könnte echt overpowered werden. Ah. Den Wirbelschlag kann er auch einsetzen, wenn man gewiss in die Richtung des Gegners drückt mit dem schweren Angriff. Komm schon, ich will jetzt eine Ulti jetzt sehen. Das nicht. Oh. Okay. Ich glaube, das war jetzt nicht seine Ulti, aber. Ja, ich weiß nicht, wie ich die einsetzen kann. Was soll's. Rouge the Bat.
versus Knuckles. Okay, wir haben schon alle Stages, dann machen wir es nur noch random hier. Jetzt bin ich mal gespannt, wie man sie umgesetzt hat. Jetzt bin ich mal gespannt. Taunten kann sie anscheinend nicht. Boah, aber die kann ganz schön schnell dashen. Ja, ihre Bombe. Ja, ganz eines Moves. Oh, Alter! Sie packt den Gegner mit dem Bein und... jede zieht nach hinten. Krasse Kacke. Nice. Mädel, du hast es drauf hier. Aber sowas von. Oha. So, das ist für ein Angriff. Okay. Das ist ein sehr spezieller Angriff. Nicht schlecht. Aber nur mit den schweren Angriffen ausführbar. Oha. Okay. Kann man gut kombinieren hier. Aber ihre Ulti? Weiß ich nicht, wie ich die einsetzen soll. Nee, weiß ich leider nicht. Sorry, dass man bei manchen Karas jetzt nicht die Ulti sehen kann, aber immerhin gehen sie gut ab, muss ich sagen. Eine Schlammschlacht zwischen den Mädels. Wie wir's damit? Aber ich finde es schade, dass es beim so normalen Modus nur einen Zweispieler-Modus gibt. Und für einen Solo-Player kann man höchstens hier trainieren. Aber gut. So, jetzt können wir Amy mal richtig genauer auschecken. Okay, ihre normale Kombo ist halt die Box-Kombo hier. Oha. Ah, man kann das auch kombinieren, wenn man nach unten drückt hier. Ah, da kann sie einen Doppelsprung einsetzen. Was zum... Ich schmeiß die Gegner in die Luft. Krass. Natürlich hier ihre Arschbombe. Natürlich hier Tornado. Oh, ein nicer Spin. Aber es ist alles schwer auszuführen, weil es halt so competitive-mäßig ist. Oh, das ist ihre spezielle Ulti. Alter! Einmal auf den Gegner hin, stolpern und dann heftiger Uppercut. Nice one. Also um ein bisschen random. Oh. Alter! Was ist mit ihr los? Okay. Ja, aber
Der Tornado, der hat nicht so eine gute Treffrate. Wenn man zu nah beim Gegner dran ist, dann geht er vorbei. Ah ja, die Luftangriffe habe ich noch nicht genau ausgecheckt. Ja, Doppelsprung kann sie auch den Gegner treffen. Okay. So viel zu Amy. Und jetzt Dr. Ivo Eggman Robotnik. Jetzt hat er nicht die Chance, sich zu rächen an Sonic. Dann mal los. Moment, stand da Knuckles der Kidner oder habe ich mich da jetzt gerade verlesen? What the hell? Okay, das muss auch noch gepolished werden. Man kann auch auf den Gegner zudashen. Interessante Kombi. Mit A-Knopf kann man nichts. Mit Startknopf und das Select auch nicht. Er kann alles hervorholen mit seiner Kapsel. Auch die Kugel. Oh. Das ist ein Spezial. Dem einfachen. Sag schon, Eggporn hervorruft. Aus Sonic Heroes. Abstammend. Oh, der ist aus Sonic Rush. Kann also auch einen Hammergegner beschwören. Und ein Raketenwerfer. Na komm schon, jetzt aber. Bam! Also ein Eggporn mit einer Panzerfaust. Habe ich auch irgendwie die Möglichkeit, einen Ulti einzusetzen? Also ich habe alles gedrückt und auf einmal kommt da Misha Sonic. Ich kann auch noch beschwören. Das ist wahrscheinlich sein Ulti. Obwohl, da müsste eine eigene Animation kommen. Achso, Sekunde, wenn ich A drücke? Tatsächlich, wenn ich A und nach unten drücke, dann beschwört er Misha Sonic. Krasse Kacke. Ja gut. Das war Sonic Ultima. Wer die letzten beiden Charaktere sind, kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht. Steht vielleicht auch auf der Webseite drauf, habe ich jetzt aber noch nicht gelesen, sorry. Ja, da hätte ich vorhin auch bei einem anderen Spiel lesen müssen, wie die Steuerung geht, weil da habe ich mich darüber aufgeregt, dass da keine Anfängerfreundlichkeit herrscht. Und dabei steht ja auch, wie man die speziellen Techniken steuert. Aber ich weiß nicht, ich lese das einfach nicht durch, ich hole einfach nur schnell den Link und gut ist, weil vorher habe ich nur, ich mache wahrscheinlich an meiner Aufmerksamkeitsschwäche, ich habe einfach vorher nur daran gedacht, schnell downloaden, schnell downloaden, schnell downloaden, weil ich dachte, dass es auch nur begrenzt bleibt, war ich einfach nur damit beschäftigt, alles so schnell wie möglich downzuladen und habe auch nicht auf die Webseite genau geachtet, also auf die die ganze Beschreibung hier. Es tut mir also leid. Aber ja, was sagt ihr dazu? Wie findet ihr es? Also gut, es ist leider ein bisschen zu sehr auf Competitive und auf so drei Tasten Combo gesetzt, noch dazu mit speziellen Techniken, die man eher mit so Competitive Sachen ausübt. Davon bin ich eher nächsten nicht so ein Fan, das tut mir leid. Ich bin halt eher so ein Fan, der wirklich die zwei Tasten Combo hat und wollte, wenn man mit einer Taste schon eine große Combo hervorbringen kann. Davon bin ich eher ein Fan, wie zum Beispiel das bei Dragon Ball Z, wie zum Beispiel bei Dragon Ball Z Budokai 3 oder Burst Limit, solche Beispiele. Von sowas bin ich eher Fans. Von solchen Beat'em Ups.
wo man dann noch zusätzlich eine Taste drücken kann für andere Combo-Eigenschaften. Aber ja, trotzdem spielt sich das ganz okay. Hat schon Spaß gemacht. Aber wie gesagt, was meint ihr? Eure Meinung dazu in die Kommentare, Download-Link wie immer in der Videobeschreibung. Und ja, dann sehen Sie wieder beim nächsten Sage 2020 Titel. Also danke fürs Gucken, weiterhin viel Spaß mit meinen anderen Videos und auf Wiedersehen und Tschüsschen, Leute!